Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, wir schauen jetzt hier wieder in Mamas altmodische Schatulle zuallererst rein. Da haben wir nach wie vor den Mythic Quagmire am Start. Quagmire, oh, durchwachsen. Mamas altmodische Schatulle durchwachsen, also keine gute Option momentan. Aber wer da man gerne seine täglichen Gems reinpayen möchte, macht jetzt vielleicht Sinn, weil es zumindest keine farmable ist. So, dann haben wir die VIP Cruise Box mit VIP Cruise Daughtery Chateau Linda Belcher. $300 Haircut. Sack Centmünzen, Steve Smith, Country Club Steve und Center. Carter Pewterschmidt plus diese ganzen Kombos hier. Unten in der Beschreibung haben wir wieder den Link zum Video mit der Whip Tire Box, wo alles nochmal ganz genau erklärt wird. Oh, wie geil! Oh, wie geil! Das neue Mythic Bob Pack mit Fake Sun Jean, Daughtry Chateau, $300 Haircut und Eugene Belcher. Alter, ist das eine geile Box! Also für alle, die den Bob immer noch nicht voll haben, und davon gibt es mit Sicherheit noch einige. Leute, holt euch dieses Ding hier. Also wenn da euch noch ein bisschen was fehlen sollte, noch ein paar Fragmente oder so. Der Bob war irgendwann mal im Swole Club gewesen. Es gibt immer Leute, die aufgrund von, naja, weil sie dann immer was anderes gekauft haben von den Gems. Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, jetzt zuschlagen. Der Mythic Bob ist geil, Fake Sun Jean ist geil, Daughtry Chateau ist geil, $300 Haircut ist geil, Eugene Belcher ist geil. Diese ganzen Karten hier sind der absolute Oberburner und das Ding lohnt sich absolut. Ja, ich meine, ich könnte ihn jetzt hier ein bisschen aufleveln, aber ich möchte ja dann auch auf die nächste Mythic mal wieder sparen. So, also absolute Empfehlung, Mythic Bob Pack hier aktuell. Purity Killer Box mit Assassin Bender, Purity Dads, Katana, Trisha, mit Cat with Gun, Eugene Belcher und Bender. Mit dem Shark Killer Army Quagmire habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Das deutet darauf hin, dass der nächste BGE ein Armed BGE sein wird. Auf jeden Fall auch eine interessante Box. Ja, und sind wir auch schon hier bei den Daily Combo Masteries angelangt. Hier haben wir als allererstes heute die Betsy am Start. Gucken wir mal hier rein. The Betsy. Das müsste. Moment, haben wir gleich. Gucken wir mal. Jo, ist auch gleich richtig drin. Da ist die. Da ist sie, die Betsy. So, mit einer Amy und Tierkarten Irek, Lobster, Catlicking, Knife Wielding Seal, New Brine, Money Goat, Cuddles, Mr. Business, Cat, Queen of Cats Taros, Goggles, Cat Bandit, Josh Buckstud, Fish Pheromones, Sacrificial Robot Bo Goat und Spirit. Auf der rechten Seite kommt die Betsy raus, hier mit Entführen einer Mauer und 13 Angriffspunkten, wenn eine Combo gespielt wird. So. Bedeutet defensive Karte auf jeden Fall. Interessant ist eben die Option. Ach, es geht ja hier. Nee, hier sind wir bei der legendären Version. Interessant auf jeden Fall. Kann ich eigentlich hier mal maxen, das ganze Ding. Nicht nur defensiv, sondern auch ein bisschen offensiv. Dr. Amy Wong ist ja auch noch eine Rich-Combo, eine Rich-Character-Karte. Also hat momentan den BGE-Bonus. Und Betsy ist eigentlich eine ganz coole Combo, wenn man das hier sieht. Da kommen hier ganz gute Werte bei raus. Und wenn man da jeweils 10% draufrechnen würde, dann ist das natürlich gar nicht mal so schlecht. Aber, tja, kommt immer drauf an, ob ihr euch diese Gems hier leisten wollt oder könnt oder nicht. Und dementsprechend kann ich nur sagen, ich hole mir das Ding nicht. Dann haben wir hier Mac in the Griffins und ja, das ist eine Mac-Combo.
Wovon es inzwischen ja auch schon ziemlich gute gibt, muss man sagen, fairerweise dazu sagen. Dann gehen wir auch mal auf Maxed und dann gucken wir mal. Wir haben das hier mit Redshirt, Blue Shirt. Wir haben das mit der Furzschule für Hochbegabte, mit der Fahrtschule for the Gifted. Auf der rechten Seite kommt eben nur dieser Attacke-Bonus raus bei einer Combo und Cheers. Das ist halt, naja. Jetzt bei Mac Clash wäre das eventuell interessant gewesen, ne? Aber jetzt lohnt sich das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob irgendwann noch mal so ein Mac Clash kommt. Ich hoffe es ja nicht. Aber diese Combo lohnt sich nicht wirklich. Dafür auch noch 500 Gems auszugeben, das ist total irre. So, jetzt kommen wir zu zwei Kombos, die der absolute Oberhammer sind. Die sind wirklich der absolute Oberhammer. Lohnt sich natürlich nur, wenn du den Drunk Stan auch mit der Mythic spielen kannst, weil der Stan an sich hat einfach zu wenig Leben. Normale Epic-Version. Aber mit der Mythic ist das Ding hier der absolute Oberknüller. Wir gucken jetzt mal in den Drunk Stan rein. Das Ding ist ein Monster. Das Ding ist ein Monster. Hier mit einer Alamo Bier zum Beispiel. Und da kommt auf der rechten Seite eine Mauer, Punch und Berauscht raus. Und hier mit der Powertacke Patriot Ale, das sind natürlich noch ganz andere Werte. 18er Mauer, 17 Punch, 13 Berauscht, 24 Angriff, 67 Leben. Macht eigentlich nur hier mit der Powertacke Patriot Ale Sinn. Aber ist wirklich crazy, das Teil. Also wer den Mythic Stan im Deck haben sollte, ne, jetzt den zu pushen, jeder, der den Mythic Stan im Deck hat, wird sich jetzt mega gefreut haben, als er die Combo gesehen hat, weil es ist, also diese Combo ist einfach nur, ist eine Mega-Combo vom Stan, ja. Gerade jetzt, solange noch der Drunk BGE ist, ist sowieso der Oberknaller und das Ding macht einfach nur richtig Spaß, ja. So, dann haben wir, also wer das Ding hat, Ryan Payne mit den Steinen. Hier, Bänderbräu würde ich normalerweise mir auch holen. Das Problem ist, ich habe nur noch 2500 oder so. Und, also Steine. Ich habe beim Bänderbräu bereits eine Krone drauf. Die habe ich mir mal gegönnt. Hier mit der Powertacke Patriot Ale, ne? Ist nicht schlecht. Problem ist, wenn ich mir jetzt eine zweite Krone drauf haben will, müsste ich meine ganzen 2500 verballern. Für weitere 10%. Und das mache ich jetzt nicht, weil ich möchte lieber jetzt noch diese 2000 sparen für zwei einzelne Kombos, als die jetzt hier noch für eine zweite Krone beim Wenderbräu zu investieren. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, hat sich dieser Kauf der einen Krone auch schon gelohnt. Wender ist ja eine legendäre Karte, die relativ häufig vertreten ist. Powertacke Patriot Ale ebenfalls. Bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass ihr die komplett gemaxt habt und dann lohnt sich eben diese Bänderbräu, ne, wenn ihr die spielt. Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Miniman Live. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.